Seinen Humor hat er offenbar nicht verloren. Felix Neureuther, ohne Halskrause, gewärmt durch einen dunkelblauen Schal bei seinem ersten Pressetermin in Sotschi. Nach dem ganzen Wirbel um seine Person und dem Autounfall vor der Abreise. Ja, ich meine, es ist eh so viel gesagt worden und es war echt eigentlich ziemlich erschreckend für mich. Erst einmal natürlich der Unfall, aber was auch danach abgegangen ist, also das war schon Halleluja. Glaubt ihr, wenn du Doppel-Olympiasieger wirst, da ist nicht so viel los. Schleudertrauma, gezerrte Bänder im Nacken und ein paar geprellte Rippen, so lautet die Diagnose der Ärzte. Ich sage jetzt wirklich auf Biegen und Brechen und dass man Risiko in Kauf nimmt, das denke ich macht wenig Sinn, weil es steht am Samstag dann noch das Slalom an und da muss ich schon sagen, dass ich im Slalom einfach schon noch größere Chancen habe und von dem her, also jetzt halt wirklich auf dem letzten Drücker das probieren, den Fehler werde ich nicht machen, sondern ich schaue jetzt halt von Tag zu Tag. Sein Start im Riesenslalom am Mittwoch ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Neureuther musste heute seine erste Trainingsfahrt wegen zu großer Schmerzen abbrechen.